Yo, servus und herzlich willkommen jetzt in einer weiteren Runde Forts Multiplayer Gameplay. Wir sind heute im 2 gegen 2 Modus unterwegs und ja, wir kennen niemanden, aber wir haben eine kleine Besonderheit, denn wir sind auf mehr Speed unterwegs. No drugs an der Stelle. Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt. Denn die Ressourcen sind auf mal 2 oder mal 1,5, ich bin mir gerade unsicher. Jedenfalls ist es viel zu schnell, als dass man mit dem Standard-Play irgendwie einen Bezug finden könnte. Und wozu dient das Ganze? Das werden wir gleich rausfinden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo, das solltet ihr es noch nicht getan haben. Es ist kostenlos, ihr könnt euch immer umentscheiden und ihr würdet eine Menge helfen. Ja, wozu dient das Ganze? Naja, in erster Linie, es gibt ja verschiedene Ressourcen, die euch euer Forts gibt. Und dann gibt es noch Ressourcen, die ihr selber mitbringen müsst. Und eine davon ist eben die APM, das heißt die Action per Minute. Wie viele Sachen kann ich pro Minute platzieren, wie viele kann ich quasi bauen, etc. etc. Und das trainiert man einfach. Pros zum Beispiel haben sehr hohe APM, man kennt das vielleicht, wenn man im Ranking einen sehr guten Spieler gespielt hat. Wo man zum Beispiel mit bestimmten Waffen einfach nicht durchkommt, weil der viel zu schnell nachbauen kann. Man kommt quasi gar nicht mit dem Schießen hinterher, weil der so schnell nachbaut. Und das ist eben diese APM. Die ist sehr, sehr wichtig, je höher man in den Rängen ist. Und die trainiert man eben genauso. Man beschleunigt einfach das Spiel ein bisschen, indem man entweder die Ressourcen schneller sprießen lässt oder man stellt die Baugeschwindigkeit hoch. Hauptsache, das Spiel geht schneller. Und das ist jetzt hier auch der Fall. Wir sind jetzt hier in unserem ersten erhöhten APN-Game überhaupt. Das heißt, wir schauen mal, wie sich das Ganze so auswirken wird bei uns. Und ja. Denn, man darf nicht vergessen, Freunde, wenn ihr in den Ranks wirklich aussteigen wollt, ihr müsst schon ein bisschen trainieren, ihr müsst ein bisschen üben und ihr müsst vor allem auch mal neue Sachen ausprobieren. Und die APM ist etwas, was sich nur schwer im Standardplay irgendwie trainieren lässt. Warum? Ganz einfach, weil die Standardphasen doch in der Regel sehr träge sind. Man hat immer diese 3-4 Minuten, wo in der Regel gar nichts passiert. Und dann kommt die Action quasi alles auf einmal gebündelt, wenn die Leute ihre Waffen haben. Aber das ist natürlich nicht optimal. Deswegen jetzt die Trainingsbedingungen. Es ist von vornherein schneller. Man ist von vornherein darauf eingestellt, dass man arbeiten muss. Und wir merken auch schon, wie wir hier den einen oder anderen Fehler machen. Das werden wir wahrscheinlich gleich im zweiten Match besser machen. Zum Beispiel haben wir nicht zuerst die Technik gesetzt, sondern erst eine Mine, was kompletter Schwachsinn ist, weil wir eh so viele Ressourcen haben. Eigentlich müssen wir komplett auf Build-Time gehen. Naja. Merken wir uns auf jeden Fall. Und ja, macht auch keinen Sinn, bei solchen Games den Geist halt zu nehmen. Oh, okay, da kommen Sharkin und Nukes. Macht auch keinen Sinn, bei dem Prinzip hier den Geist halt zu nehmen, weil man einfach eh genug Ressourcen hat. Oh. Deswegen nehmt ihr ruhig einen, der euch beim Schießen ein bisschen was bringt. Mein Mate hat jetzt hier den Hurricane vorher schon drin gehabt. Ich schätze mal einfach aus dem Grund, dass man mit der aktiven halt mega schnell nachlädt und dann quasi noch mehr Geschwindigkeit als so schon ins Game bringen kann. Und jetzt sieht man es so ein bisschen. Der Gegner hat seine Waffen und man muss ganz schnell reagieren. Kann man aber auch, wenn man eben die Ressourcen dafür hat. Ist eben eine reine Übung für die APM. Na, scheiße. So, aber wir sind jetzt hier fertig. Das ist ganz wichtig, sofort den Druck aufzubauen. Dass der Gegner eben merkt, so nicht. Das müsst ihr jetzt eigentlich verstanden haben. Ja, und ich merke gerade, wir machen wieder einen Fehler. Wir lassen Ressourcen auf der Bank. Ist auch immer ganz schlecht, sowas. Und das sind alles so Sachen, die kann man hiermit eben wunderbar trainieren, dass man sich sowas abgewöhnt. Und im Rank ist es halt tödlich, wenn man seine Ressourcen nicht
entweder sinnvoll einsetzt oder die eben kurz irgendwo parkt. Sprich, man baut irgendwo einen Stallbalken, den man eigentlich gar nicht braucht. Aber man macht den einfach, damit man die Ressourcen später wieder zurück abbauen kann. Das heißt, man hat quasi so eine kleine Bank parat. Haben jetzt hier eigentlich einen guten Vorteil auf den unteren, da geht er auch raus. Dann brauchen wir eigentlich die Luftabwehr nicht mehr. Jetzt sind hier den Stahl einfach mal nach. Ah, einen guten Fettfinger mal wieder. So, Hurricane an, dann geht's eigentlich rund. Okay, das ist schon krass, wie schnell der nachlädt. Mit dem Hurricane, muss man sagen. Der Druck ist auf jeden Fall krass. Da würde ich mich aber ärgern, wenn ich den Gegner wäre. Da würde ich mich aber ärgern. Da würde ich mich aber erst recht ärgern. Feuervogel an die, okay. Ja, und das ist das Prinzip. Und das werden wir jetzt gleich nochmal machen, denn ich war mit ein paar Sachen nicht unbedingt zufrieden. Und Training sollte man immer mitnehmen. Deswegen gehen wir einfach nochmal rein. Wenn die guten Herren, oder Damen, man weiß es nicht. Aber here we go. So, jetzt einfach mal direkt die Tech. Einfach für den Zeitvorteil. Oi, der gute Ping wieder. Ach, selber wieder irgendwo in Buxtehude, ey. Ja, da man so viele Ressourcen hat, kann man seinen Fokus auch ein bisschen auf andere Sachen lenken, ey. It's actually quite interesting. Vor allem, wie viele Ressourcen man einfach überhaupt, bevor man die zweite Tech setzen kann. Da muss man sich echt Gedanken machen, wo man das Zeug reinsteckt, ey. Gehen hier wieder für Double Cannon und schauen mal, wie schnell das so klappt. Stability schön früh rein, bevor die mit dem ersten Zeug kommen. Und diesmal versuchen wir die Bank nicht volllaufen zu lassen, sondern wir setzen vorher ein bisschen Türen direkt schon mal. Lager, Lager, Lager. Türen, Türen, Türen. Okay. Was auch immer der da upgradet. Holy shit. Der hatte richtig Wut. I think it's time for some wood spin. Wir machen jetzt hier mal den Stahl hin. Ich poke jetzt mal, dass der MGs upgradet hat. Ja,
Wieder 200 IQ hier an der Stelle. Die Lehrer von damals wären echt stolz auf mich. Und er kommt mit Raketen. Aber jetzt, und jetzt wird's heiß, meine Freunde. Jetzt wird's heiß wie ein Vulkan, sag ich mal. Ich denke, jetzt müssen wir überlegen, was wir dagegen machen. So, erstmal jetzt hier den Woodswim davor, damit der nicht direkt durchschallert. Und dann wollen wir langfristig gucken, dass wir Air Defense irgendwie gebacken bekommen. Ja, und das ist jetzt genau das, was zählt, ne? Wie viele Holzdinger kann ich jetzt pro Minute setzen? Wie viel Anti-Air kann ich gleichzeitig noch setzen? Das ist genau das, was zählt. Die Kanone darf auch nicht sterben, denn die ist quasi unsere einzige Chance, das Ding rumzureißen. Okay, kann er haben, den Gunner, aber der hat seine Arbeit getan, ist in Ordnung. Aber da kann er jetzt auf jeden Fall zweimal drauf schießen, ohne dass was passiert. Das heißt, wir haben uns ein bisschen Zeit gekauft und das ist das Wichtige, denn die Kanone wird da, hoffe ich mal, ordentlich durchschallern bei ihm. Ja, das ist jetzt scheiße. Der hat jetzt einen Winkel, wo der quasi alle Gunner auf einmal trifft. Aber wir haben jetzt eine Kanone fertig. Und da werden wir dem direkt mal so eine Rakete wegnehmen. Einfach ein bisschen den Pressure runternehmen auf unser Mate. Da kommt der Hurricane jetzt echt zum Tragen, ey. Denn jetzt können wir einfach noch eine rausnehmen. Und damit ist so eigentlich erstmal Ruhe. Und auf einmal so vier Raketen fehlen, das ist dann schon eine andere Nummer für den Gegner. Na, die kann man jetzt auch nicht durch. Mann, ey. Wir wollen den einfach ins Holz rein, ey. Meine Fresse. Dankeschön. Das ist ein sehr experimentellen Base-Build. Aber mein Mate und ich hier, die Seelenverwandtschaft, ohne Absprache wird da einfach auf die gleiche Stelle geschossen. Das ist ja einfach ein Träumchen. Einfach ein Träumchen ist das. Ja, guckt euch das an. Da erholst du dich nie mehr von. In die Wirtschaft ankurbeln und dann sollte das Ding gleich auch gegessen sein. Tja, der Gute kann jetzt natürlich auch ein bisschen gegenbauen. Die Ressourcen hat er ja auch ohne Ende, muss man ja sagen. Das heißt, es liegt an uns, uns am Riemen zu reißen. Ja, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt reicht's doch hier, Mann. Wie oft kann man denn an der Tür klopfen, bevor meiner aufmacht? Ey, das ist doch... Mein Gott, ey. So.
So sieht das dann aus, wenn man seine APM trainiert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht es auf jeden Fall auch mal, damit ihr euch im Rank verbessert. Und in dem Sinne, bleibt gesund, bleibt fit und bis zum nächsten Mal.